Bei jedem meiner Besuche in der Türkei gibt es immer Menschen, die mich ansprechen. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt sonst, die mich ganz konkret kennen und mich mit ganz konkreten Dingen verbinden und einfach als jemanden sehen, der etwas für die deutsch-türkischen Beziehungen immer getan hat. Und das in der ganzen Türkei. Und woran liegt das? Weil eigentlich jeder in der Türkei Verwandte in Deutschland hat oder mal in Deutschland war oder nach Deutschland kommen möchte. Also solch eine Verzahnung gibt es sonst nirgendwo. Und deswegen wird es, und diese Million ist vielleicht auch in manchen sozialen Netzwerken auch so ein bisschen verbreitet worden, ohne das andere zu sehen, wenn da Soforthilfe zur Verfügung gestellt wird, damit überhaupt Leute erstmal als Rettungskurs dahin kommen, hat das nichts zu tun mit der Hilfe, die zur Verfügung gestellt wird. Also ich glaube nicht, dass sich diese unsere Bundesregierung die vielen Flüchtlinge 2015, die aus Syrien, aus Afghanistan, anderswoher kamen, das hat uns völlig überwältigt und wir waren völlig unvorbereitet. Und manche sagen, es wäre alles Mist und alles schiefgegangen. Ich bin der Meinung, das wird eine der großen Erfolgsgeschichten sein. In 20 Jahren wird man sagen, Mensch, damals haben wir mal richtig Humanität bewiesen, da haben wir doch richtig was gemacht und dann haben wir die jungen Leute, die Kinder von denen und dann die Olympiasieger und die Journalisten und die Manager und die Erfinder und die Forscher. Und dann werden wir sagen, insgesamt war es eine gute Sache. Im ersten Adana, östlich von Adana bin ich in der Türkei noch nicht gewesen. Ansonsten bin ich eigentlich überall in der Türkei gewesen. Wo ich manchen, der hier lebt und aus der Türkei kommt, und man die Türkei manchmal geografisch so erklären kann, wie er selber sagte, sondern nicht da war, war jetzt jüngst wieder am Schwarzmeer in Trabzon, bin Ehrenmitglied von Trabzonspor, auf Lebenszeit. Das mögen mir jetzt die Istanbuler und so weiter verzeihen. Ich bin aber auch häufig bei Besiktas auf der Tribüne. Ich weiß aber auch, dass in Anatolien, in Kayseri und anderswo wieder Fußball gespielt wird. Also die Türkei ist groß und es gibt da viele gute Vereine. Sich viel mehr um diese riesengroße Gruppe der Menschen mit Einwandsgeschichte kümmern müssen, ist dann ja keine Frage. Und manchmal müssen sich auch einige aus der türkischen Gemeinde Hamburg vielleicht noch mehr bemühen, statt im eigenen Fußballverein oder eigenen Aktivitäten auch zu sagen, wir gehen die anderen, die schon da sind. Aber das ist eine Frage, die müssen sich entscheiden. Meine Heimat, 50 Jahre Migration aus der Türkei. Das ist ein wertvolles Buch. Und ich bin Ja, das ist ein Moment aus Köln.